Hallo liebe Kosmonautinnen und Kosmonauten, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute mit dem überaus beliebten Mod Tech Live Support. Wer wissen will, wo er Tech Live Support bekommt und wie man es installiert, der schaut am besten mal in mein Video zum Thema Mods installieren mit Seekern vorbei. Das habe ich hier in der linken unteren Ecke mal verlinkt und natürlich findet ihr den Link auch in den Kommentaren. Was also tut Tech Live Support? Es tut im Grunde das, was der Name schon sagt. Es fügt eine Funktion hinzu, die Kerbal Space Program von Haus aus nicht hat, nämlich lebenserhaltende Systeme. Bisher haben wir unsere Kerbals immer ins All geschossen und dort haben sie dann einfach über Jahre, Jahrzehnte teilweise überlebt, ohne nur einen einzigen Snack mitzunehmen, und das kann natürlich nicht sein. Und diesem Problem nehmen sich diese Mods an, unter anderem Tech Life Support. Das ist ein Mod, was relativ viele Rohstoffe simuliert, die die Kerbals dann verbrauchen und wieder auffüllen müssen. Nicht auffallen, sondern auffüllen. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Mods, die etwas simpler sind und dadurch aber vielleicht nicht ganz so kompliziert und etwas zugänglicher, unter anderem das USI Life Support Mod, was wir in Verbindung mit einem weiteren coolen USI Mod demnächst einmal vorstellen werden. Aber kommen wir erst einmal zurück zu Tech Life Support. Und Tech Life Support kommt mit einer ganzen Menge Teile, mit einer ganzen Menge Teilen, ja, so rum ist es richtig, um die Ecke, etwas über 30. Und wir schauen sie uns einfach der Reihe nach mal an. Der erste Rohstoff, den unsere Kerbals natürlich brauchen, ist Nahrung. Snacks, nicht? Die wollen unsere Kerbals immer mitnehmen. Und diese Nahrung kann transportiert werden in diesen formschönen Containern. Jeder Container hat dann entsprechend verschiedene Einheiten von Food als Rohstoff drin. Der kleinste hier, das ist 1,2 Meter Fairing oder Umfang. Und hier der nächstgrößere ist dann der 2,5 Meter Umfang. Das haben wir hier, der hat 240 drin. Und der größere hat dann, oder der größte hat dann 2200 drin. Und dann gibt es auch noch sozusagen die seitlichen Tanks dafür. Die haben natürlich ein bisschen weniger drin. Der kleine 16,2, der mittlere 130 und der große 1040. So, aber sie brauchen nicht nur Essen, sondern sie brauchen natürlich auch Sauerstoff. O2 und Sauerstoff kommt in diesen handlichen Container und das ist hier im Grunde genau das gleiche. Das heißt, wir haben einen kleinen und wir haben einen mittleren und wir haben einen großen und das gleiche nochmal als seitliche Tanks. Man sieht aber schon, die Werte sind nicht identisch. Wir sehen hier, der kleine hat unten Food 25 und Sauerstoff haben wir eine andere Größenordnung. Das sind 5528. Das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist sozusagen, wie lange diese Vorräte reichen. Und das schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Dann brauchen unsere Kerbals natürlich auch noch das andere, wo O mit drin ist, nämlich H2O. Und das bedeutet natürlich Wasser. Und Wasser gibt es auch hier in 6 verschiedenen Containern. Und wenn wir uns das also anschauen, wir haben Food, wir haben O2 und wir haben Wasser, und dann muss man jedes Mal überlegen, oh Gott, wie viel nehme ich davon eigentlich mit? Das ist vielleicht ganz nervig. Deswegen gibt es solche Kombi-Container, die können wir hier drüber sehen. Die haben Food, Sauerstoff und Wasser gleich zusammen in der richtigen Mischung drin. Hier kann man das sehen. Sehr viel Food, etwas weniger Wasser und ganz viel Oxygen im richtigen Verhältnis zum Verbrauch. Und wenn unsere Kerbals diese ganzen Sachen verbraucht haben, dann produzieren sie dabei natürlich auch so etwas wie Abfälle. Und Abfälle werden aufbewahrt in diesen Containern. Die haben tatsächlich mehrere Abfallkategorien, nämlich zum einen Carbon Dioxide, CO2, Waste Water, also Abwasser, und Waste Abfälle. Das sind die Kategorien und auch dort sieht man wieder, die Werte sind ein bisschen unterschiedlich. Im Gegensatz zu den Containern mit Verbrauchsgütern sind die Abfälle nicht ganz so entscheidend. Wenn man mehr Abfälle hat als Container, dann macht das nichts, dann werden die weiteren Abfälle einfach über Bord geworfen. Warum sollten wir dann also die Abfälle aufbewahren? Richtig, weil wir Abfälle verwenden können, um Rohstoffe zurückzugewinnen. Und dafür bietet LifeTech verschiedene Teile. Diese Teile sind der Reihe nach, schauen wir uns einmal an,
dieses Teil ist das erste, das nennt sich der sogenannte Airfilter. Und diese Airfilter, übrigens alle diese Sachen findet man in Utilities. Dieser Airfilter existiert nur in dieser 1,25 Meter Variante. Und dieser Airfilter funktioniert nur auf Planeten, die eine Atmosphäre haben, die Sauerstoff enthält. Und was dieser Airfilter macht, ist, er nimmt Air aus den Air Intakes, wenn man welche angebracht hat, und sammelt da Sauerstoff raus und tut es zurück in die Sauerstoffkanister. Dann haben wir zwei verschieden große CO2 zu O2 Generatoren und die nennen sich Carbon Extractors. Und man kann hier übrigens sehen, wenn ich die mit denen mal, also den kleinen mal mit der rechten Maustaste anklicke, dann verbrauchen diese Carbon Extractors Electric Charge und Carbon Dioxide, also CO2 und Elektrizität. Und raus kommt Oxygen, also Sauerstoff, und Waste. Man kann also sehen, diese Sachen werden nicht zwingend 1:1 umgesetzt. Das gleiche gilt übrigens für unsere Körbels, die auch diese Rohstoffe nicht 1:1 verbrauchen. Das heißt, ein Körbel, der etwas isst, der produziert zwar Waste, aber nicht in dem gleichen Verhältnis, in dem er Sachen isst, weil er zum Beispiel auch Sauerstoff einatmet und CO2 ausatmet. Und da gibt es verschiedene Transferprozesse, so dass Rohstoffe nie wirklich zu 100% wieder irgendwo auftauchen, wo sie zurückgewonnen werden können. Und nicht alle Wiedergewinnungsprozesse sind gleich effizient. Und damit kommen wir zu dem Punkt Effizienz. Wenn dieser Carbon Extractor also Kohlendioxid umwandelt in Sauerstoff und Müll, dann tut er das so effizient, dass unsere Sauerstoffvorräte, die wir vorher hatten und die durch das Atmen der Körbels in CO2 verwandelt werden, 7,6 Mal so lange halten wie zuvor. Das ist gemeint mit Efficiency Multiplier. Der Efficiency Multiplier, jetzt habe ich ihn weggeschafft, ist hier für dieses Teil 7,6 und deswegen halten die Vorräte 7,6 Mal so lange, solange der Carbon Extractor ausreichend läuft. Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen. Der kleine ist zertifiziert für 8 Körbels und der große für 9. Das heißt, der große ist stark genug, um eine Crew von 9 perfekt mit recycelter Luft zu versorgen und der kleine nur für 8. So, das gleiche gibt es übrigens nochmal als sogenannter Sabatier-Recycler. Der macht genau das gleiche, der produziert auch Sauerstoff, übrigens Sauerstoff und Müll wieder und Waste, aber er nutzt dafür noch eine weitere zusätzliche Ressource, nämlich Wasser. Das heißt, er ist insgesamt etwas teurer, wenn man so will, denn er verbraucht noch eine weitere Ressource, aber er macht das Ganze dafür etwas schneller. Ist die Frage, ob man das will, ob man das braucht. Er ist auch gleichzeitig nicht so effizient, denn man kann hier unten sehen, er hat nur einen Efficiency Multiplier von 5 im Vergleich zu 7,6 beim Carbon Extractor. Die Frage ist also, warum man das machen sollte. Es gibt gewisse Anwendungsbereiche, vermutlich, wo das Sinn macht, aber im Moment für unsere Zwecke mit Sicherheit nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, Wastewater umzufunktionieren zu normalem Wasser. Und das tun wir mit dem Water Purifier, also mit einem Filtrierungssystem für das Wasser. Und da tun wir Wasser und Elektrizität rein und gewinnen Wasser und Abfall. Auch hier wieder, wie gesagt, die Effizienz, also es ist kein 100% geschlossenes System, was alles wieder aufbereitet, aber es ist gut genug, um in diesem Fall uns einen Efficiency Multiplier von 10 zu geben mit beiden Teilen. Allerdings halten unsere Vorräte dadurch nur 10 mal so lange und nicht unbegrenzt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein kleines Teil und dieses kleine Teil ist der Water Splitter. Der splittet Wasser auf in Sauerstoff und Abfall. Und der Abfall in dem Fall ist natürlich dann der Kohlenstoff, der übrig bleibt. Und das ist vielleicht ganz sinnvoll für bestimmte Anwendungsgebiete, zum Beispiel, wenn wir irgendwo Wasser gewinnen können. Dann können wir Wasser umwandeln, nicht nur zu normalem Trinkwasser, sondern auch zu Sauerstoff.
So, und wem das jetzt alles zu kompliziert ist und der sagt, oh meine Güte, da muss ich ja mich hinsetzen und ausrechnen, was meine Kerbals alles verbrauchen und wie sie das verbrauchen, das ist mir zu anstrengend, dem sei gesagt, es ist eine einfache Möglichkeit im Spiel vorhanden, um sich anzeigen zu lassen, wie lange dieser ganze Kram hält. Und ich habe hier oben mal eine Kapsel draufgepackt. Diese Kapsel hat übrigens auch einen gewissen Grundvorrat an Food, Water und Oxygen. Der hält so in der Regel, ich glaube, das reicht für 3 Tage jeweils. Und größere Kapseln haben dann entsprechend ein wenig mehr. Das gleiche gilt übrigens für EVA-Anzüge oder für die Raumanzüge. So, aber zurück zu der Anzeige, wie lange diese Vorräte halten. Hier oben gibt es diesen kleinen grünen Knopf und wenn ich den drücke im Vehicle Assembly Building, dann kriege ich diese Liste, Life Support Build Aid. Die zeigt mir an, nicht nur wie viel ich von der jeweiligen Ressource habe, Food, Water, Oxygen, Electricity, und wie viel Abfallprodukte ich habe, Waste, Wastewater und Carbon Dioxide, sondern auch wie viel ich mit oder wie lange das hält mit der aktuellen Crew und wie lange es halten würde, wenn man das Vehikel, was hier im Vehicle Assembly Building ist, mit der maximalen Crew ausstattet. Diese beiden Werte sind identisch, weil hier ist nur ein Platz für einen Kerbal und hier ist auch nur ein Kerbal drin, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Labor mit reintut, dann sind diese Vergleichswerte mit Max Crew durchaus hilfreich. Und wir können sehen, das Ganze hält eine ganze Weile, nämlich 34 Jahre, 46 Jahre und 62 Jahre. Die Frage ist natürlich, wie lange halten unsere Kerbals ohne gewisse Rohstoffe aus? Was passiert, wenn die Rohstoffe auf Null gehen? Und hier gibt es ein relativ einfaches System. Unsere Kerbals können eine Weile ohne Essen aushalten, nämlich genau 61 Kerbal-Tage. Sie halten es ohne Wasser allerdings nur 6 Kerbal-Tage aus oder 36 Ingame-Stunden und ohne Sauerstoff halten sie es nur 2 Stunden aus. 2 Stunden Luft anhalten ist immer noch sehr beeindruckend. Und Elektrizität ersetzt dabei im Grunde den Wert für sowas wie Heizung und Zirkulation von Luft und diese Sachen, all das, was durch Elektrizität bedingt wird, all das wird abgedeckt über Electricity und Electricity darf auch nicht länger als 2 Stunden leer sein, bevor unser Körper im luftleeren Raum quasi, wenn er auf EVA ist zum Beispiel oder in einem Gefährt im All, dann stirbt. Also nochmal, Food darf 61 Tage leer sein, Wasser darf 6 Tage leer sein, Oxygen darf 2 und Oxygen und Electricity dürfen jeweils 2 Stunden leer sein. Jetzt kann man sagen, das sind ja komische Werte, warum haben die denn die Möglichkeit 61 Tage ohne Essen zu überleben, haben die solche Reserven? Nein, haben sie nicht, das ist voreingestellt, aber man kann diese Einstellung verändern und das können wir auf dem Hauptbildschirm des KSC, hier kann man sehen, hier gibt es einen Knopf für Tech Life Support, wenn ich da drauf drücke, dann bekomme ich dieses schöne Menü, bei dem ich übrigens auch sehe, zum Beispiel, welche Version das Ganze hat und ich habe hier eine Möglichkeit, das noch an- und auszuschalten, direkt über dieses Interface. Dann gibt es ein Respawn Delay, das hat uns momentan nicht zu interessieren, aber interessant ist für uns das hier Resource Consumption Rates, also die Verbrauchsraten für die Rohstoffe und wenn ich da draufklicke, dann kriege ich jede Menge komplexe Nummern, die ich verändern kann und das ist natürlich die Verbrauchsmenge von unserem jeweiligen Verbrauchsgut pro Sekunde. Das sind natürlich enorm kleine Zahlen. Hier kann man das sehen. Das ist also eine Zahl, die mit hier hinten E-05 und wenn ihr in Mathe aufgepasst habt, dann hat euch irgendwann mal jemand gesagt, wenn euer Taschenrechner sowas anzeigt, dann sind die Zahlen sehr, sehr klein. Mehr verstehe ich davon leider auch nicht. Also sehr, sehr kleine Zahl. Und das gleiche gilt für all diese anderen Sachen. Wenn ihr zum Beispiel euch damit auskennt und mit den Zahlen etwas anstellen wollt, dann ist hier die Möglichkeit gegeben, das zu verändern. Ihr könnt auch verändern, wie lange eure Kerbal es aushalten ohne die Rohstoffe. Das sehen wir hier, das ist angegeben in Sekunden. Die haben wir es nochmal. Das steht für 61 Tage, das steht für 6 Tage und das steht jeweils für 2 Stunden. Wohlgemerkt alles in Kerbal-Zeit. Wer übrigens das Spiel spielen möchte auf einem realistischen Setting, also zum Beispiel mit Realism Overhaul und Real Solar System, der kann über Seacan auch noch eine Option aktivieren, dass diese Einstellungen direkt sozusagen auf menschliche Werte angepasst werden.
das ist vielleicht für euch auch ganz interessant. So, wie schaut das in der Praxis denn nachher aus? Schauen wir uns das einmal im All an. Ich habe hier schon einmal eine Tech-Station gelauncht und wir können ja mal dorthin wechseln und uns anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und wir sehen hier gleich sofort, es gibt wieder einen kleinen grünen Knopf, den ich drücken kann. Wupp, wupp, wupp. Der macht mir dieses Fenster auf. Das nennt sich Live Support Monitoring. Und da kann ich gleich sehen, wie lange meine Rohstoffe halten. Food Remaining, 14 Jahre. Water Remaining und so weiter und so fort. Und alle diese Werte, beziehungsweise dieser Wert Food sinkt und die anderen beiden steigen. Warum steigen die anderen beiden? Weil, wenn wir hier einmal das Menü etwas runternehmen, wir diese Station schon eine Weile betreiben und sich hier Carbon Dioxide, Waste und Wastewater angesammelt haben und wir unsere Module, mit denen wir das Ganze umwandeln können, hier schon angeschmissen haben. Ich drehe das Ganze mal, damit wir das etwas besser sehen können. Hier habe ich übrigens nochmal beispielhaft diese Container verbaut und das kann man hier sehen, die ganzen Rohstoffcontainer und die Müllcontainer sind hier auch mit dabei. So, und hier sind unsere Umwandler, unsere Recycle-Systeme und das dreht sich etwas zu schnell, jetzt nicht mehr. Und das hier ist, wie gesagt, der Carbon Extractor und der wandelt momentan das vorhandene Carbon Dioxide entsprechend um zu Sauerstoff. Und deswegen steigt hier der Sauerstoffwert. Ich kann den Extraktor ausstellen und in dem Moment beginnt der Sauerstoffwert zu sinken. Und das gleiche kann ich machen bei unserem Wastewater Purifier, der das Wasser umwandelt. Wenn ich den ausstelle, dann verbrauchen wir wieder Wasser und dieser Wert sinkt. Das Ganze ist abhängig davon, ob die Geräte etwas haben, mit dem sie arbeiten können. Wenn sie nichts haben, dann laufen sie leer. Und ganz, ganz wichtig ist, dass diese Geräte natürlich auch Strom verbrauchen. In dem Moment, wo sie keinen Strom mehr haben, bleibt das alles stehen. Und in dem Moment, wo wir keinen Strom haben, setzt dann zum Beispiel auch die Heizung auf der Station aus. Und auch das ist ja eine Sache, die wir möglicherweise nicht wollen. So, ganz wichtig ist übrigens auch noch, dass wir, wenn wir wollen, wir diese Tanks mit unseren Rohstoffen verwenden können, um, wie wir es gewohnt sind, Sachen hin und her zu transferieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, gehen wir mal schauen, hier, wir haben diesen Carbon Extractor, der läuft hier und wir wollen ein wenig mehr Carbon Dioxide da reintun. Dann können wir beide Tanks, nämlich den Abfalltank und den Extraktor, mit der gedrückten Alt-Taste links klicken und dann kommen wir hier in das Transfermenü und können hier weitere Rohstoffe reinschieben. Brauchen wir nicht, das zieht er sich normalerweise automatisch, aber wenn wir wollen, können wir das tun. Das nur soweit als Info. So, und letztlich, die letzte Sache, die wir noch zu besprechen haben, ist, dass wir natürlich auch in den EVA-Suits Rohstoffe haben, genauso wie in jeglicher Form von Command-Pod. Hier kann man das sehen. Auch hier sind Food, Water und Oxygen drin. Wichtiger Hinweis, wenn ihr eure Kapsel später oder euer Command-Pod irgendwann deorbitet in einem System, was an anderen Stellen auch Rohstoffe hat, dann ist eventuell die Kapsel leer. Prüft, bevor ihr alles abkoppelt, ob die Kapsel genügend Rohstoffe für den Wiedereintritt hat. So, jetzt machen wir nochmal ein EVA, um uns das Ganze anzuschauen und wir sehen, hier verändert sich sofort, ups, der ist auf der falschen Seite rausgekommen, aber wir schaffen ihn ruhig mal, ups, rum, um uns das anzuschauen. Wir sehen jetzt auf der rechten Seite dieses Fenster und in diesem Fenster sehen wir, dass die Techstation noch zu sehen ist. Da steht auch, wie viel Crew da drin ist. Und wir sehen, dass Bob Kerman auf EVA ist. Und wir sehen, er hat bestimmte Mengen an Rohstoffen dabei. Und diese Mengen sind, das ist der interessante Teil, ungefähr oder ziemlich genau 6 Stunden. 6 Stunden sind ein Körbeltag. Das heißt, ihr könnt mit einem Körbel 6 Stunden lang oder einen Körbeltag lang EVA machen, bevor es ihm danach dreckig geht und dann habt ihr, wie gesagt, noch 2 Stunden Zeit, bis der Mangel an Sauerstoff und Elektrizität dazu führt, dass er direkt stirbt. Oder aber, wenn ihr auf einem Planeten seid, der Sauerstoff hat und der es nicht erfordert, einen Helm aufzuhaben, dann wird der Körbel, sobald sein Wasser leer ist, eher verdursten, als dass er erfriert. Das ist nochmal entscheidend, denn wie gesagt, Oxygen ist dort vorhanden
und das verbleibende Wasser ist dann der limitierende Faktor. Ja, das ist es im Grunde. Das ist Tech Life Support. Wie gesagt, es ist der komplexeste Life Support Mod, den ich aktuell kenne und der trotz allem sehr, sehr beliebt ist und zu Recht, wie ich finde. Aber es gibt auch einfache Fassungen, zum Beispiel das USI Life Support Mod, was wir uns in einer anderen Folge anschauen werden. Das war's soweit von mir. Falls ihr Lust habt, mal eine Videoserie zu sehen, wo Kerbal Space Program nur ohne Mods gespielt wird, dann empfehle ich euch meine Operation Vanilla. Das seht ihr hier oben rechts im Bildschirm. Da könnt ihr draufklicken oder in den Kommentaren. Wenn ihr Lust habt, andere Videos von mir zu sehen, unter anderem weitere Kerbal Space Program Tutorials oder einfach mal ein paar Videos zu anderen Games. Zum Beispiel spielen wir im Moment viel Prison Architect und XCOM bzw. XCOM 2, sobald es rauskommt. Dann abonniert doch meinen Channel, darüber würde ich mich freuen. Ansonsten auch würde ich mich freuen über Likes und Kommentare unter dem Video. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!